Everything set up, gentlemen? Just about. Lights ready? Quiet, everybody! All right. Lights? All right. Cameras? Action! I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. We'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Ich bin ein Star, ein großer Star mit allen Launen. So heißt das Urteil, meine Herren. Ist das nicht wahr? Das ist ein Irrtum, meine Herren. Wozu das Staunen? Was hab ich schon so viel davon, dass ich ein Star? Ein Kinostar, die Sehnsucht tausender Mädchen. Kinostar, Idol der heutigen Zeit. Mit der Bob verbinden die kleinsten Städtchen. Deinen Ruhm, deine Schönheit, deine Unvergleichbarkeit. Kinostar, du Otto dieses Jahrhunderts. Jeder Wunsch kann deiner Stelle zu sein. Doch das grelle, grelle, grelle Scheinwerferlicht verwirrt der Welt mein wahres Gesicht. I was Wim Wenders' love slave. It happened in Berlin. I was Wim Wenders' love slave. Oh, where can I begin? It started in the cinema and ended with a song. I was Wim Wenders' love slave, but it didn't last too long. Wim Wenders' love slave, but it didn't last too long. We met in the foyer of the film Palace Montau. He was not for obligated, I had no place to go. He invited me for cocktails and I stayed the whole night through. I was Wim Wenders' love slave and every word is true. Wim Wenders' love slave and every word is true. Little dance. With a man named Wim. Every story has an anfang, every story has an end. I can't be nobody's love slave, I said, Wim, let's not pretend. I left him broken hearted, but he took it like a man. Yes, he pulled himself together and he won first prize at Cannes. He pulled himself together and he won first prize at Cannes. Wim Wenders' love slave. I was Wim Wenders' love slave. Damit herzlich, ah, ich habe Stimme. Damit herzlich willkommen zum TGIF Trash Goddess im Film Sommer Special. The Jörg Fockele Experience. Wer heute in den Zeitungen gelesen hat, denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe mir die Opening-Nummer extra rausgesucht, weil er heute Geburtstag hat. Nein, es ist wirklich Zufall. Wim Wenders wird heute in der Tat 70 Jahre alt. Einer der großen, großen Männer des deutschen Films. Ein herzlichen Glückwunsch von hier aus dem zauberhaften Filmkunst 66. Wim, wenn du uns hören kannst. Wir hatten dich eingeladen, aber er feiert wahrscheinlich heute mit Freunden im Borchardt oder irgendwie so.
Ja, jetzt habe ich mir Moderationen aufgeschrieben, die ich auch in die Hand nehmen sollte. Wir sind ja professionell vorbereitet. Steht auch was drauf auf der Moderationskarte. Ja, The Jörg Fockele Experience. Ach so, genau, ein Hinweis, bitte ganz, ganz wichtig, auch wenn euch der Abend zum frenetischen Ausrasten bringt. Ihr dürft alles machen, aber schmeißt bitte nicht mit Popcorn. Wir müssen nämlich sonst selber saugen, da habe ich keinen Bock drauf. Wer mit Popcorn krümelt, wird zwangsgeschminkt und muss nachher noch eine Vollplayback-Nummer vor dem Publikum machen. Es fällt also auf alle zurück. Ich habe eine Doppel-CD, 100 Years of Cinema dabei, da findet sich dann was. Na, ihr könnt es euch überlegen. Ja, der heutige Abend ist quasi unser inoffizielles dreijähriges Jubiläum. Vor 3 Jahren im September habe ich die Reihe in der AHA ins Leben gerufen. Dort findet sie regulär an jedem ersten Freitag im Monat statt, bei freiem Eintritt. Aber wir sammeln immer Spenden mit unserer TGIF Money Cam, die nachher auch wieder oben stehen wird. Und von diesen Spenden finanzieren wir unsere Reihe. Aber wir konnten auch schon diverse lesbisch, schwule oder queere Projekte unterstützen, zum Beispiel Denkmal Positiv oder den Teddy e.V., den Förderverein des Teddy Award, mit einer bisherigen Gesamtsumme von fast 700 Euro. Und ich finde, es ist an alle Spender ein herzliches Dankeschön, einen kleinen Applaus wert. So, das habe ich mir gedacht, das mit dem Applaus üben wir denn gleich nochmal. Ne? Applaus ist irgendwie linkes Patschähnchen, rechtes Patschähnchen zusammen. Und wenn man das schneller und rhythmisch macht, dann wird daraus Applaus. Wenn Jörg nachher hier nach vorne kommt, möchte ich nicht, dass der mit so einem Popelapplaus hier irgendwie begrüßt wird. Also mal einen ruhigen Applaus hier. Ja, schon besser. Wir üben da noch ein bisschen dran. Kommen wir aber erstmal zu den Filmen. Den ersten Film des heutigen Abends habe ich das erste Mal als Vorfilm bei der Deutschlandpremiere von Priscilla, Queen of the Desert gesehen. Den Kurzfilm hat Jörg 1994 noch als Student der Hochschule für Film und Fernsehen in München gedreht. Und als zweiten Film zeigen wir das Schwarz-Weiß-Stummfilm-Märchen von 1995, das für Jörg auch zeitgleich das Sprungbrett in die USA war, wo er ja heute hauptsächlich lebt und arbeitet. Musik zu beiden Filmen stammt von Rainer Bielfeld, der übrigens auch den wunderbaren Wim Wenders Love Slave für Gail Tufts komponiert hat und heute im Publikum ist. Rainer, wo bist du denn? Hallo. Schön, dass du da bist. Juhu. So, ich merke schon, das mit dem Applaus spielt sich so langsam ein. Ne? Wir lassen demnächst noch einfach so zwischendurch mal ein paar Namen fallen und dann könnt ihr jedes Mal applaudieren, dann seid ihr nachher warm applaudiert. Ja, jetzt aber erstmal einfach viel Spaß mit Angesichts ihrer fatalen Veranlagung scheidet Lilo Wanders freiwillig aus dem Leben und Alice und der Aurifaktor. Film ab.